Heute das Qboard X18 Plus. 6 Zoll Full HD Display, 8 Kern CPU, 4 GB RAM und 64 GB Flash Speicher. Fingerabdrucksensor, Dual Lens bla bla und Android 8. Was ist alles dabei? Handy selber, klar. Und wie bei den China-Handy meistens auch gleich ein Bumper. Doku und anderes Papier. Ein SIM-Slot-Pricker. 2 Ampere Ladegerät und USB-Kabel. Das war's schon. Auf zum X18 Plus, hier in schwarz. Hinten auf dem Gerät ist noch ein Aufkleber. Der hat schön eine Erklärung für den doppelten Nano-SIM oder Nano-SIM-Micro-SD-Kartenslot. Es geht halt nur eins von beiden. Vorne auf der Schutzfolie nochmal alle Werbedaten drauf gedruckt. Abgemacht. Und darunter kommt direkt eine Display-Schutzfolie zum Vorschein. Die ist also auch gleich dabei. Super. Ansonsten an der linken Seite besagter SIM-Slot. Unten der Mono-Lautsprecher, Mikrofon und Mikro-USB zum Laden. Warum kein USB-C? Die Laut-Leise-Wippe und der An-Aus-Taster an der rechten Seite haben einen guten Druckpunkt und klappern nicht. Und oben folgt Qboard glücklicherweise nicht dem sinnlosen Weglassen-Trend. Und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker integriert. Super. Ansonsten hinten der Fingerabdrucksensor und Dual-Lens. Von vorne muss man sagen, dass Qboard so langsam die Handys baut, wie der Designer das Mockup macht. Nur noch leichte Unterschiede zwischen Werbung und Realität. Ganz anders noch als bei dem Vorgänger, dem X18. Für das ich nicht mal ein Review gemacht habe, da dort gar nichts passte. Im Allgemeinen haben sie scheinbar jetzt mit dem X18 Plus das Handy gebaut, was das X18 schon werden sollte. Das Display macht einen guten ersten Eindruck. Zu Android muss ich hoffentlich nichts mehr sagen. Sprache umstellen und einrichten. Dann startet der Launcher. Sehr, sehr clean und flüssig. Und ups, was ist das? Ein Firmware-Update gleich zum Start? Erfreulich, dass hier eine Softwarewartung durchgeführt wird. Bleibt zu hoffen, dass es damit weitergeht und man lange Updates und Patches bekommt. Android ist ja ein nicht ganz so sicheres Betriebssystem. Also immer schön updaten. Danach mal die vorinstallierten Apps inspizieren und machen die heute gar keine Bloatware mehr drauf? Nur Google-eigener Kram und sonst nichts, worüber man sich aufregen könnte. Das bestätigt auch mein zuerst durchgeführter Virenscan. Keine komischen Apps, nichts, cool. 7 GB von den 64 sind bei der Installation und Recovery schon belegt. Der Rest steht euch zur freien Verfügung, plus die MicroSD-Erweiterung. Android 8.0 ist mit April-Patch-Level. Okay, da gibt es jetzt aktuell schon Juli, scheinbar also doch nicht so mit den Updates. Das 18:9 Display lässt sich auch splitten. So kann man zwei Apps gleichzeitig laufen lassen. YouTube schauen und chatten zum Beispiel ist kein Problem zeitgleich. Die Teilung lässt sich dabei frei einstellen. Das Display erkennt übrigens 10 Finger gleichzeitig. CPU-C zeigt ein paar innere Werte. So sind die Kerne scheinbar einzeln ansprechbar. 403 dpi für das Display ist auch nicht schlecht, für zumindest ein 120€ Handy. Die Android-Daten sind jetzt nicht neu und die Daten zum Akku, der fest verbaut ist, tun auch nicht so zur Sache. Gespart wurde bei dem Handy bei den Sensoren. Nur 3, wobei ich bei dem einen davon ausgehe, dass er 2 Werte liefern kann. Kein Kompass oder sonstige Sensoren. Na gut, also Bench-Tests. Der eingebaute Lautsprecher überzeugt nicht. Und die Bench-Ergebnisse zählen nicht zu dem OnePlus Ultra. Wer also denkt, hier ein Gaming-Handy für wenig Geld zu bekommen, nein. Das Handy ist ein Alltagsgerät. Streaming, Social Media, Chatten, E-Mails und mal ein Spiel. Geht alles super von der Hand. 3D-Games auf größter Stufe sollte man aber woanders spielen. Der nächste Punkt ist die verbaute Kamera, Dual Lens. Ich muss mal kotzen und jubeln zeitgleich üben. Warum dual? Die zweite hat keine reale Funktion. Das iPhone X macht echt gute Tiefenunschärfe, aus einer Entfernungsberechnung. Hier wird wieder nur via Software um einen Punkt herum der Bereich geblurrt.
Dabei ist die Kamera an sich gut. Videoaufnahmen bis 1080p. Guter Fokus und tolle Aufnahmen. Hier direkt aus dem Gerät ohne Nachbearbeitung. Zwar verliert das Gelände auf der Brücke an Details. Dafür sind die Logos im Hintergrund wieder zu erkennen. Und gut belichtete Nahaufnahmen? Einfach genial, der Detaillevel. Und wo ich gerade draußen bin, das GPS ist echt fix. Binnen weniger Sekunden, nachdem die App auf die Daten darf, ist der fix da. Und was man auch erkennen kann, trotz Spiegelung kann man noch richtig gut was auf dem Gerät sehen. Also nicht nur erkennen oder gar erahnen, nein, richtig sehen. Und das auch sogar bei dem seitlichen Draufschauen. Also in Summe, ist es China Schrott oder China Gold? Ganz klar Gold bei dem Preis.